Habt ihr Gewitter oder was Okay. gerade? Nein, ich habe gerade den Donner gehört, also es wird gleich was kommen. Okay, ich Ja, hatte recht. Ich hatte gut. recht. Dann ist es das, was vorhin bei uns war, vielleicht. Möglich. Also Ja, was heute Morgen Gewitter. bei uns war. Ja, es ist kein Wunder, dass ich dann noch nichts davon höre. Wohnst du von den beiden so weit weg? Das ist aber ziemlich Fünf schnell dann Minuten wieder gewesen. weg. Ja, dann ist es entweder in 5 Minuten wieder weg. Oder es ist ziemlich schnell. Und es ist ziemlich schnell, weil wenn es vor. Ja, wobei, vor 6 Stunden oder sowas. Ja, Also heute vor. Morgen um 7 war hier, nein, um zwischen 5:30 und halb Um sieben 7, da so weg. eine halbe Stunde, Stunde war hier komplett Wolkenbruch mit schwerst Gewitter und danach war wieder so klarer Himmel und Sonnenschein. Ja, bei uns war das so um 6 rum. So kurz vor 6, 6. Aber irgendwie nur wirklich 10, 15 Minuten bei uns. Ja, nee, bei uns Aber war schon knappe richtig. halbe. Ja, hier auch. Also. Das war nicht schön. Sagen wir es so. Verständlich. Oh Leute, ich brauche was zu tun, ich bin müde. Der Muss aber. Kolo! Mach was! Wie hast du was angebrüllt? Stimmt, der kann das ja jetzt nicht mehr sehen. Ja, dass du mich beschäftigen sollst, dass du mich wachhalten sollst, weil ich müde werde. Mach was, Ja. der hat doch sonst immer so eine große Klappe, der kann doch bestimmt irgendwas machen. Was? Wie funktioniert das? Hä? Der hat immer ganz ausgefallene Sachen im Kühlschrank, Ich glaube ich. kenne das mit dem Nee, nicht mehr seitdem ich da wohne. Achso. Hast du seinen Kühlschrank aufgeräumt oder geleert? Sowohl jetzt auch. Und neue Lebensmittel hinzugefügt. Das ist immer ganz gut, wenn Vor man allem die alten mal Lebensmittel, bei raus. ihm waren nie Lebensmittel, da war nur Fleisch und Milch drin. Ach, Und ja, Milch, ich glaube, da bin ich noch weg. Milch, damit beschreibt er Bier. Ja, also wenn ich Milch sage, meine ich Willst du seine übrigens, Milch. dass wir die ganze Tüte live sehen? Echt? Nein. Nein. Ja. Bei mir wird nichts angezeigt. Nein. Dann Start, refresh Ladebildschirm. mal. Und mute dich mal bitte bei Skype. Bitteschön. Dankeschön. Bei mir bewegt sich wieder alles. Auch im Stream. Entschuldigung. Er sagt Laun, live hier. und dreht sich. Gerko sagt auch gerade, Weiß. Twitch hat sich aufgehängt. Sind die. Live. Jo, so langsam kommen die Bilder wieder in der richtigen Reihenfolge. Lange mache ich auch nicht mehr. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe noch circa bis halb und Komm, wir dann machen das jetzt muss mal so. Ich dachte, wir wollten sowieso nur bis 12 oder so. Das war ja schlafen. so. Halte ich nicht durch. Ich bin morgen um 4:30 Ich will aufgestanden. jetzt. Ich. Also um 4. Ja, den. Läuft wieder. Also machen wir jetzt den einen Aktion mit diesem mit den Lieferanten hier nicht mehr durch, heute? Die Ist die Lieferung? Frage, wie aufwendig du das geplant hast. Ja, das werde ich euch vorher nicht verraten. Wenn es relativ schnell geht, ist okay. Wenn nicht, dann bin ich vorher raus und entweder ihr macht das noch ohne mich oder ihr cuttet oder wie auch immer. Aber ich halte nicht mehr lange durch, ich bin jetzt schon kopftot. Guck mal eben, wie der nächste Monat bei mir aussieht, ob ich schon eingetragen bin oder nicht. Das wäre auch interessant, dass wir das vorher noch besprechen, bevor wir aufhören. Vielleicht Okay. sollten wir, bevor wir. Genau. So, erstmal hallo zurück, liebe Leute im Chat, falls man uns hören, sehen, riechen, schmecken kann. Ja, sieht Ja. gut aus. Ich glaube, es funktioniert jetzt wieder alles. Ich weiß nicht, was genau los war, ob es nur bei uns war oder ob es auch bei Twitch war. Auf jeden Fall hat gerade einiges gleichzeitig gemeint, es möchte nicht mehr. Aber jetzt sind wir Sowas. scheinbar wieder da. Sowas nennen wir technische Probleme. Mal kurz einen Kalender holen. Das hatten wir immer irgendwie. Ja, aber Leider. das passt schon Heute ist wieder. es mal höhere Gewalt. Der Gewittergott löst es. Wunderbärchen, das hat er schön geschrieben, der Gecko, ne? So. Oh, es sieht so aus, als ob ich sogar eingetragen bin. Also ich könnte sogar Daten sagen. Ausgezeichnet. Ah, oh, ausgezeichnet.
Sonntag arbeiten. Also, liebe Leute, zur Information, wir werden jetzt noch die nächsten Termine uns wieder ausmachen für den nächsten Monat. Dann entscheiden wir, ob wir noch den nächsten Spielabschnitt weitermachen mit diesem Auftrag oder ob es da vorher weggeht oder ob wir das eigentlich gemeinsam machen. Ich trinke noch einen Schluck. Prüsterchen. Prüst. Auf euch! Ihr auf dich! Salamandra-Süchtigen. Auf die Gesundheit. Ist ja auch ein schöner Planet. Hat nur verkackte Krankheiten und doofe. Diese Krankheit gibt's fast auf jedem Planeten. Und doofe Terroristen. Die gibt's auch fast auf jedem Planeten. Ja, das. Ja, sag's doch ein bisschen lauter bitte für diesen Planeten. Da gibt's ganz viele doofe Terroristen. Terroristen sind alle doof! Ha! Hashtag doofe Terroristen. Bin für Donnerstag eingetragen. Wie kann ich den Donnerstag nach in Niederlande fahren und gleichzeitig auch? Okay, das wird ein langer Tag. So, meine Schwester jetzt gerade meine Mutter niederlegen. Da liegt eine Kerze auf dem Sofa. Schon die ganze Zeit? Das habe ich vorher nicht gehört. Hast du vorher richtig gesehen, wie er raufgesprungen ist, wie er sich gemütlich gemacht hat? Katze. Wo liegt die Katze? Bei meiner Schwester auf dem Futon oben drauf. Ach, da oben. Hat sich gut entspannt. Ja. Hätte ein ja, Stück Decke sein können. Erkenne ich nicht, obwohl ich so einen riesen Monitor habe. Ach, da ganz oben drauf, der komische Knubbel da. Ja, der Knubbel da oben ist. Ja, links sieht man noch das Ohr. Ich habe es nur links in dem Ohr gesehen. Alles andere sieht genauso aus. Ja, weil links das Ohr so komisch absteht. Das sind Tarnkappen, Timmy. Also warten wir doch auf deine Schwester, wenn ich Termine festmache, ja, oder? Ja, schon, weil sie hat eben... Gut. Darf ich sonst in der Zwischenzeit die Karten noch schnell wegbringen? Ja, ja. Das kannst du machen. Ich würde das noch kurz ausspielen. Ich denke mal, wenn wir anfangen beim nächsten Mal... Wir müssen unbedingt dran denken, jemand wieder einzusammeln dann. Ja, er muss es ja auch erfahren. Ich schätze mir auf. So, Nummer 1 einsammeln, Nummer 2 also, losfliegen. Also, Hotel Rex Celsius war das, Kontaktperson Magister Froome and Loredia. Fahr ich hin, geh hin. Oh, da streckt dich und rettet dich. Ruf direkt schon mal an, wenn ich, bevor ich losfahre. Quasi vom Schlüssel auf, wenn ich losmache. Willst du es ausspielen oder wollen sie einfach sagen, hat sich erledigt? Ich kann auch sagen, hat sich erledigt. Gut, gratuliere. Unbedingt ausspielen. Belohnung 3750 Rix. Genau. Ey, das ist fast genug, um den Affen zu kaufen. Das ist ja nicht alles meins. Ah. Jetzt muss ich nämlich immer ausreden, wie viel Gwen kriegt. Wir könnten ihn auch einfach gehen lassen. Den Affen. Affen, der wird besorgt. Was aber ich wenn wir schon von Putzfrauen reden, ich hätte gerne so einen Roboter wie bei Spaceballs. Oh ja. So eine Marke, das wäre cool. Nein, du meinst schon wieder bei Anhalter durch den Galaxie, sie ist direkt, sie sagt Spaceballs. Spaceballs, was war nochmal bei der Roboter? Die Arme von ihr, die ja, die Prinzessin begleitet. Goldene Roboter. Total klunkige, genau. War ja nichts anderes wie C3PO nur mit einem Schlitz. Mit Rock. Wohlgemerkt, dass mit der Rock angedeutet war, also. Du meinst den Marvin? Ja, ja, die Marvin, den fand ich übrigens außerdem, auch. So. Außerdem hat nicht Marvin die... Hat, doch, der hat auch diese... Ja, weil die Türen haben doch immer... Ja, die haben die Türen immer gestimmt. Ja, aber Marvin war halt so der... ich habe einen Gehirn von einem ganzen Planeten und das Wissen von Trillionen von Galaxien und ich werde für Arbeiten degradiert, die ein Affe erledigen könnte. Leute, wir machen jetzt bitte die Termine aus. Kalender raus, Kugelschreiber raus.
Jo. Wir haben heute den 30. Mai. Jo. Ich nehme an, diese Woche will keiner mehr spielen. Kann die Woche eh nicht. Gut. Dann haben wir die Woche 5. bis 11. Wie sieht's denn da? Am 6. kann ich nicht, da muss ich später, da muss ich länger arbeiten. Was ist am Mittwoch? Geht bei mir. Maximal 22:30. Bin als Ersatz eingetragen. Nee, warte, mir ist geht's. Der 7. Ist das der 7? Der 7, ja. Siebte, ja. Bin ich als Ersatz eingetragen, ja. Was ist am Montag? Maximal 22:30. Bin ganz voll eingetragen. Am 5. Ist bei dir jetzt die ganze Zeit 22:30 das Maximum? Ja, unter der Woche definitiv, weil ich merke es jetzt, ich klappe gleich mit dem Kopf auf den Tisch, trotz Energy. Ich muss morgens um 4:30 hoch. Okay. Der 7. ist funktioneller bei mir. Jetzt raus. Warum ist schon wieder raus, meine Schwester? Oh, du fliegst dann auch gleich. Nein, ich halte mich fest. Nee, halt die Nummer ein. Also, halt die Internetverbindung fest. Halt die Internet. Ach, da ist sie ja noch. Da! Nee, jetzt seid ihr beide raus. Was? Ich hab schon wieder Standbild. Nee, Moment. Ich sehe ihn. Ach, da oben ist er. Hat nur die. Nee, im Stream Standbild. Blub, 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 blub. Also der 7. wäre okay oder nicht? Dann machen wir 7. Der 7. ist okay. 7. ja? Kaum perfekt bei mir, aber okay. Wäre vielleicht nice, wenn wir denn unter der Woche ein bisschen früher anfangen könnten, dass wir, was weiß ich, 19:30 schon anfangen zu streamen oder so. Können wir machen. Geht auch okay. 7.6. Ja. Du weißt Bescheid, ne? 19:30 Streamstart. Du musst dann. Du bist dann Captain, wenn ich nicht da bin. Aber ich bin wohl da. Ich kann nur nicht versprechen, dass ich dann um 19 Uhr direkt da bin, weil es kann halt sein, dass abends vielleicht noch eine Gruppe da ist. Momentan ist nichts eingetragen. Ich bin auch nur Springer an dem Tag. Das bedeutet, ich muss nicht für eine Gruppe zur Arbeit. Das war das 7. Die Woche danach, also am Wochenende wahrscheinlich nicht noch direkt drauf. Ich kann an keinem einzigen Wochenende im Juni, sage ich gleich. Aha, gut zu wissen. Und in der letzten Juniwoche kann ich gar nicht. In der letzten Juni oder Juli? Das sind wir noch. Juni. Machen wir eine Woche nacheinander, bitte. 12. bis 18. Kann ich nur Montag bis Donnerstag. Das ist ja eine große Zeitspanne. Da nimmt jemand anderen Vorliebe zwischen Montag und Donnerstag? Definitiv Mittwoch nicht. Okay. Welchen Mittwoch? Der 14. Weil wir in der Woche sind. Du sagst Montag nicht, Karin. Ja. Ich hab Dienstag Zeit. Dann bleiben wir doch Dienstag. Ich habe hier Augenkontrolle von unserer Mutter. Ich nehme an, das wird sich bis am Abend regeln lassen. Wieder 19:30? Ja. Oder ich weiß ja nicht, 19 Uhr ist euch bestimmt zu früh, oder? Bitte? Nach 19 Uhr ist euch bestimmt zu früh, oder, mit dem Stream anfangen? Wenn ich nicht... Also ich habe heute eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis alles hochgefahren war, und ich habe 18 Uhr aus. Also okay, alles klar. Das geht nicht aus. 19:30 wird schon knapp, aber... Alles klar. So, das heißt, das war jetzt der 13.7. 6. 6? 6. Ja, das war das 7. 7.6. 13.6. Auch 19:30 Streamstart. Wahrscheinlich wieder 20. Naja, fragen wir halt direkt. Dienstag, 20. Ja, ich hätte uns am 16. gefragt. Noch in der Saison. Bin ich nicht da. Also, ja, warum? Freitags ist immer schlecht. Freitag ist nach Donnerstag. Obwohl ich da sogar frei habe. Aber ich weiß nicht, ich traue dem gerade nicht. Ich hätte Freitag frei. Also, 16. Aber ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Hallöchen, Taro. Schön, dass du da bist. Also ich hatte am Freitag Zeit, ja, am 16. Dann tragen wir mal 16. ohne BE ein, ha? So als Zwischendurchstream. Wenn alle Zeit. Also der 16. oder was?
Für ja. Trifum oder für Alternativ? Ja, für Trifum, frage ich mir. Okay. Nur halt, ob wir da Hauptstory machen oder was anderes, ist noch nicht sicher. Dann aber 20? Warte, ich krieg gerade wieder den falschen Termin vorher aufgeschrieben. Wir haben jetzt 7.6., 13.6. und jetzt kommt der 16.6. dazu. Genau. Ja, drei Tage genau. später. Und also dann, da bin ich eventuell dabei. Da muss ich... Da würde ich sagen 20 frühestens. Weil die Freitage fahre ich mal von Hamburg wieder nach Heide zurück. Da kann ich... Ich habe nur den nächsten Tag nicht. Eventuell ohne BA maximal 24 Uhr. Okay. Beim 20. und 21. Da sieht es so aus, dass ich für den 20. frei habe und für den 21. bin ich als Ersatz eigentlich. 21. Hat sonst 20. alle Zeit? Da kann ich noch nicht genau sagen, wie lange abends, weil da habe ich gerade einen neuen Kurs angefangen, da muss ich gucken, wie sehr der schlaucht. Okay, dann kümmere dich halt mit Fragezeichen dazu. Also ich komme generell rein, kann aber sein, dass ich dann 22 schon weg bin. Okay, Minerva, 20. Ja, ja. Okay. Aber fangen wir dann 19.30 an oder 20 Uhr dann? Also 19.30 wäre mir dann lieber. Okay. Je früher, desto besser. Interessant. Ich bin für den 23. eingetragen, dabei bin ich auf Geburtstag, du. Tinker, Fragezeichen, einfach dazu, ist noch zum Motto, wer ist, wisst ihr, okay. Gut, 20. hätten wir, dann haben wir doch die letzte Woche, 26. 27. 28. Dann wahrscheinlich da bin ich in jedem Fall nicht dabei. Da bist du die ganze Woche nicht dabei. Genau. Wollen wir in der Woche vielleicht vorher nochmal dazwischen einlegen, was, am 23. oder so, 24. Kann ich nicht. Und ich bin auf den Geburtstag eingeladen und arbeite gleichzeitig. 24 bin ich auch reserviert. Spielen wir endlich Shadow weiter. Also höchstens wenn 23. Also wir können ja gucken, eventuell, dass wir am 27. machen. Dann halt ohne. Genau, ohne mich halt. Ihr könnt mir Glück wünschen, da habe ich Prüfungen. Yay. Ja, wir können das streamen. Wir können deine Prüfung streamen. Genau. Das ich kannst du jetzt alles per Handy. Prüfungen. Kann man heute alles mit Handy, habe ich festgestellt. Da habe ich meine Frage. Also im Chat fragen, was die richtigen Antworten sind. Also 27. ohne Marajade. Wäre möglich. Minera? Ja. Auch mit 39. Der 27. war das? Ja. Ja. Jo. Es kann sehr gut möglich sein, dass ich einfach rein in den Chat schaue und kurz euch zuhöre, wenn ich Pause mache beim Lernen. Ja, aber nicht, dass wir dich dann so ablenken. Vielleicht brauche ich das dann hier. Ich dachte, du hast Prüfung. Ja, ich habe in den Tagen haben. Prüfungen und muss mich dann immer vorbereiten auf die nächste Prüfung und bis Freitag halt. Und 42 ist immer richtig mental. Ja, das stimmt, ist korrekt. Das ist die Frage, die Antwort auf alle Fragen. Ja. Gut, das heißt, ich wiederhole. Ich habe es dann noch nicht eingetragen. Ich wiederhole noch nicht. So, jetzt mal jemand an. Ich wiederhole, liebe Leute. Die nächsten Streamtermine sind 7.06.1930, 13.06.1930, 16.06.20 Uhr, eventuell ohne BE, maximal bis 24 Uhr. 20.06.1930, eventuell mit einer verspäteten oder nicht lang da sein Tinker. 27.06. ohne Ela, 19.30. Alle einverstanden? Der 24. Samstag, sehe ich gerade. Ich denke schon. Ja. Dann ist alles korrekt eingetragen und ich bin da auf dem Geburtstag. So. Passt. Mhm. Dann haben wir unsere nächsten Termine. So, ich würde jetzt noch anfangen mit diesem Auftrag. Tinker, möchtest du jetzt schon gehen? Ja, ich würde Gwen noch 1900 Ricks in die Hand drücken. Das tut sie, das kriegt sie gerne, das hört sie gerne. Aber wie die lächeln kann. Das ist... Ich nicht, mein Ding steht. Die kann man ganz leicht zum Lächeln bringen.
sprich sie mal auf das Obst an, was auf ihrem T-Shirt ist. Das ist kein Lächeln. Das ist kein Lächeln. Nein, das meinte ich auch nicht. Das haben wir also auch gar nicht. Sagt, du musst sie auf das Obst ansprechen, was auf ihrem T-Shirt ist. Okay. Was für ein Obst hast du auf deinem T-Shirt? Auf Erdbeeren? Erdbeeren. Da war's. Okay. Vielleicht ist es auch einfach nur das Wort Erdbeer. Das Geld habt ihr übrigens bei dir am Konto, nicht bei Bar ausgezahlt bekommen. Das heißt, du hast es dann schon. Ja, dann mache ich hier eine Überweisung fertig. Ja, das hier ist aufs Konto jagt. Ganz kurz noch eine Bemerkung am Rande. Lieber Meister, bleib bitte nach dem Stream nochmal kurz im Chat drin. Der Crazy wollte noch was von dir, beziehungsweise eher du von ihm. Sehr gerne. Ich hoffe, du hast ihm die TS-Daten gegeben. Weil er kann nämlich auch gerne ins TS kommen. Was? Nein, habe ich nicht, weil ich das Passwort gar nicht mehr im Kopf. Aber das kannst du ja alles noch mit ihm klären. Crazy, warte mal, ich suche gerade. Er soll bitte noch was im Chat schreiben, damit ich ihm Antwort flüstern kann. Lieber Crazy. Kennen wir den Crazy? Er hat uns schon ein paar Mal zugesehen, glaube ich. Ja, vom Zuschauen. Also. Gut. Forrest Gump, Alter. Nein, nicht Forrest Gump, Cable Guy, oder? Nee. Ja, irgendwas. Auf jeden Fall Jim Carrey. Irgendwas Jim Carrey-mäßiges. Gut. Habe ich gestern auch gehabt, Erdbeeren. Erdbeeren. Oh, das Thema ist aber jetzt schon länger her. Ja, sie kriegt jetzt auch Punkte, dann geht sie schlafen. Also, ich weiß aber, wie langsam mein Kopf ist. Dein Robotervogel kriegt Punkte. Mhm. Dein Robotervogel kriegt 40 Punkte. Du bekommst 70 Punkte. Dankeschön. Bitteschön. Ich werde auch schlafen gehen. Du wirst auch schlafen gehen? Jo. Dafür kriegst du keine Punkte. Oh. Doch, kriegst du auch Punkte. Aber bin ich so viel geflogen. Wenn sie für schlafen gehen Punkte kriegt, will ich auch für schlafen gehen Punkte kriegen. Du kriegst dann auch noch Punkte, wenn du schlafen gehst. Keine Sorge. Du willst ja für alles Punkte kriegen, also. Ja. Den Rekord hat die Freaky, was das betrifft. Wofür die alles Punkte haben wollte. Die Noob bekommt 60 Abenteuerpunkte. Ich gratuliere zum Level Up. Yay, ich kann eine Kette freischalten und ein Kettenglied. Machen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Achso, was muss ich mir noch abziehen? Ich hatte dir noch was geschickt. Hattest du es noch gesehen, wie in dem Rahmen, wie in dem Essen holen? Nee. Bei Portionen? Wo? Derzeit, wo ich die Karten erledigen war, hatte ich dir im TS geschickt, dass ich den Raben losschicke und noch zweimal Ratatouille holen. Jetzt waren sie übrigens. Ich habe ja schon einmal mitgespielt, nachdem der Rechner neu aufgesetzt war, ne? Ja. Ich hatte mal. Mindestens. Ja, aber. Zieh dir 20 Hicks ab. Okay. Ich hatte mir in meinem Handy in den Notizblock was reingeschrieben. So, ihr Lieben. Schön war's mit dir. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schlummert gut, viel Spaß noch. Bis bald. Du. Ciao. Ah, Katzen. Essen. Katzen essen? Was, du willst Katzen essen? Nein. Katzen essen? Nein, wir haben hier Essen liegen und. Wir haben legen Katzen. Sich Katzen gern dazu. Aber sie legen sich gerne ins Essen mit ihrer Schnauze. Nur eine Katze. Ja, nur eine Katze. Eine ist erzogen, die andere nicht. Das kommt mir auch bekannt vor. So, jetzt sind natürlich die Kameras alle wieder kaputt. Gehst du ja auch schon? Dann mach ich das. Ich gehe auch schon. Damit ich die Kameras umstellen kann. Okay, ich geh mal das Geld raus, ja? Karton. Dann machen wir hier den Vierer wieder auf. Ha. Dum, dum, dum. Das passt sogar fast vollkommen.
Wir haben jetzt noch drei Spiele, oder? Und einen. Nee. Ja, drei Spiele, ein Spielleiter. Ja. Das heißt, ich brauche hier nur den Namen noch ändern von dem Falken. Wahnsinn. Du hast aber eine Oberfläche. Was habe ich? Ja, die Oberfläche kenne ich gar nicht so. Nicht? Nope. Ich bin ja vorbereitet. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und wir sehen uns am 7. Spätestens, ich hoffe, wir hören uns vorher. Ich hoffe auch. Hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen hoffe ich, dass du dich bald meldest wegen dem anderen Rollenspiel. Ja, da habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Wetter geschrieben. Das heißt, das nimmt Gestalt an. Sehr schön. Ich habe schon Namen erfunden. Das ist immer das Lustigste. Ja. Na gut, mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Papa. Bis hin. Ich brauche User disconnected from your channel. Captain Falken. Ach, geht auch namenlos hier. Nee. Wenn wir so. Was peilst du denn jetzt ungefähr an? Ich hatte so um 12 gerechnet. Weil ich würde maximal gucken, dass wir vielleicht 12:30 oder sowas raus sind. Und ich noch, weil ich morgen früh um 8:09 aufstehen muss. Ja, kann ich nichts dagegen tun. Ja, nee, ist nur die Frage halt. Wie lange du überlegst. Ich stehe eben darum 6:30 auf und wird trotzdem länger bleiben als bis um 12:30. Ja. Ich finde gerade diesen Namen nicht. Desktop. Triefung Stream. Unser Name Desktop. Wo habe ich denn die Namen alle drin gehabt? Ganz gerade interessant, dass bei dir ein Standbild drin ist. Im Skype. Ich glaube, bei mir ist gerade überall Standbild im Skype. Gut, dann halt das. Ich bin ja flexibel. Oder wie böse bist du denn, wenn ich jetzt doch sage, geh auch? Ja. Ich hätte jetzt den Namen, will jetzt weitermachen. Du bist 12? Weil mir wurde nämlich eben gerade schon von der Seite gesagt, ob ich aufhören kann. Du brauchst dich nicht bei mir abmelden. Du, wenn du sagst, du gehst du, wenn du nicht gehst, gehst du nicht. Ich habe jetzt nicht vor, eine Uhrzeit hier anzusagen, bis wann ich jetzt hier streame. Du entscheidest, wann du gehst und wann du kommst. Niemand anders. Dann bleibe ich noch bis 12 da. Sehr schön. Dann schauen wir, dass wir in der halben Stunde noch irgendwas machen und dann hör mal auf. Ja. So, jetzt müssen wir mal kurz da reingehen. So, so. So. Leute, ich bin besser als alle und ich habe 2 Fenster. So. 2 Fenster? Ja. Darum bist du doch. Wow! Warum kriegt er denn so. Warum wird er so bevorzugt? Weil ich seinen Namensschild nicht finde, sondern nur das ganze Fenster finde. Ach so. Und ich nicht noch mehr Zeit verlieren will, damit nicht noch mehr Leute gehen. Irgendwer jetzt rausgegangen, der noch jetzt drin sein? Ja, ich habe nochmal Skype gestartet, damit ich nicht dauernd Standbild habe. So, jetzt müsste es passen. Jo. Aus irgendeinem Grund ist Falk jetzt dunkler, aber das kann ich vielleicht ändern, indem ich das hier raufziehe. Da. So, jetzt müsste er ganz oben sein. Passt. Weiß gut, also, ihr habt immer noch nicht alle gesagt, was ihr alles macht bis 19:30. Wir sind noch vollkommen gespannt, jetzt beim Captain. Ich wollte mein Plasma-Ding abholen. Fertig. Hast du nicht. Ist vorbei. Ja, ist okay. Gut. Hast du gemacht.
Plasma-Cutter plus Dingens. Gezahlt hatte ich ja schon. Ja. Wenn du die Werte haben willst, brauchst du dich einfach fragen bei der guten Amokrindulin, die hat nämlich einen Plasma-Schneider, oder? Du nicht? Irgendeiner hat den Plasma-Schneider. Die Ila hat einen. Die Ila hat einen. Größeres Gehäuse für Upgrades habe ich aber noch. Gut. Der Crazy schreibt gerade, wo ist der Chef? Hier ich. Ah, den wollte ich verschicken. Warte kurz. Ich schicke dir die Teamspeak-Daten, lieber Crazy. Damit wir dann nach dem Stream kurz plaudern können, wenn es dir recht ist. Und zwar muss ich dich hier flüstern. Jetzt schon aus dem Leben rum angeschrieben. Kannst gerne derweil in einen der Räume dich platzieren und ich komme dann dazu, sobald wir im Stream fertig sind. Anscheinend bleibt sie nicht, wird sie nicht mehr bis zum 1 Uhr gehen. Also wirst du nicht lange warten müssen. Gut, danke, dass du dich noch gemeldet hast. Wir hören uns dann hoffentlich gleich. Gut. Das macht mich fertig. Ich habe den Chat jetzt zweimal offen. Einmal auf dem PC, einmal am Mac. Und in Crazy seine Schrift ist auf einem Computer blau und auf dem anderen rot. Das ist crazy. Okay, weiter. Ja. Wir sind schon Mandrake. Mandrake. Wollten noch jemand anderes das vormachen, bevor wir das machen? Gut. Ihr seid bei Mandrake. Ich schaue mir nochmal die Daten an, was wir genau machen wollten bei Mandrake. 50 Frauen nach. Das war der Pilotenauftrag. Dadurch hast du. Achso, Tabletop offen, ja. Ja. 2x 30.000 Tricks ist die Belohnung, 20 fürs Schweigegeld und die Personen waren 50 Männer, 50 Frauen, ja, passt. Gut. Also, ihr landet um. Wollt ihr pünktlich 18 Uhr dort sein? Ah, 19 Uhr dort sein oder wollt ihr vorher da sein? Ja, pünktlich. Warum kann ich deinem Ding nicht? Ich mach mal kurz. Egal. Was möchtest du denn? Alles gut. Also, für die Leute nochmal hier im Stream. Wir sind aktuell im Palmche hier. Ich habe keine seid ihr im Tabletop? Bei mir? Ich kann gerade nicht rein und bei mir wird gerade gesagt, dass Tabletop-Simulator einen Fehler aufgetreten hat. Ich starte meinen Tabletop nochmal. Nee, es ist bei mir. Ja, aber bei mir war keiner dabei. So, ich habe jetzt nochmal einen Raum geöffnet. Bla 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 bla. Solomon, Solomon, Solomon. Also ich hätte jetzt wieder den Raum offen. Nochmal für die Leute hier. Wir sind hier in Palm Jay, haben einen Auftrag von einem sehr reichen Typen, der mehrere Casinos auf dem Planeten hat. Und wir sollen ihm 100 Personen hier abholen. 50 Personen sollen wir nach Sunji Kum bringen. Und 50 Personen nach Munhim Park bringen. Das Ganze so unauffällig wie möglich, weil das eine illegale Aktion ist, weil die Herrschaften Prostituierte sind, die nicht angemeldet sind und nach denen teilweise gefahndet wird. Ihr landet gerade auf dem Dach vom Mandrake Tower. Vorher haben wir aber den Dings abgeholt, ne? Du hast deinen Monolog gerade begonnen. Ja? Wir haben Rottwulf. Den Rottwulf mitgenommen. Passt. Sehr gut. Der hat Rottwulf wieder eingesteckt. Das heißt, er soll jetzt seinen Auftrag angenommen haben? Höchstwahrscheinlich. Gut, so dann muss ich leider agiert. Dazwischen noch einmal was interagieren lassen. Für seinen Auftrag muss Platz im Lagerraum sein, weil er ein 200-Liter-Fass
von dem Planeten zur Vivillion bringen soll. Ja, haben wir ja dann beim Zurück, weil ich... Wenn die 100 Leute nicht da sind, habt ihr Platz dafür, aber jetzt habt ihr gerade keinen Platz dafür. Ja, genau. Da kommt die 200 Liter, was passen wir dazu? 200 Liter, das ist doch nichts. 200 Liter? Ja, das ist doch nichts. Ja, nicht viel. Das Ding ist 1,50 groß. Was? Ganz normal, das fast. So ein das ist 1,5 Liter. Nee. Ja, so groß wie du ungefähr. Oder ich ungefähr. Ein ganz normales Fass. Das kann in eins der Verstecke sogar rein. Gut. Harald, 2000 Liter. Mein Zahlenverständnis ist dann falsch. Ich meine ein großes Fass. Eins, was ich nicht so leicht erhebe oder darstellen kann. Was fast das halben, den halben Lagerraum einnehmen würde. Also 1000, 2000 Liter. So ein Ding, so ein Öltank mäßig. Ja. Öltank. Ja. Groß. Ich hatte mein Zahlenverständnis falsch gestellt. Eine Badewanne fast 500 Liter. Aha. Ich brauche aber dann keine 500 Liter, wenn ich drin bad. Verdrängung. Der Klassiker. Oder egal. Fast eine Badewanne 250. Gut, die Frage ist, ob ihr das irgendwie mitnehmen wollt oder ob ihr das hinterher abholt oder ob ihr sagt, gut, dann lassen wir den Auftrag. Also ich bin dafür, dass wir, wenn wir nicht auffliegen, nicht sofort wegfliegen von dem Planeten, sondern dann noch dieses Fass eventuell mitnehmen. Wenn wir aber auffliegen, dann lassen was anderes. Okay, das heißt, die Priester dort sollen damit rechnen, dass sie mitten in der Nacht dann vorbeikommt, das Fass holen. Genau. Okay. Ja. Dann fliegen wir los zum Mandrake. Gut. Fast. Ihr seid dort am Landen und ihr seht auch schon, dass um den Landepreis herum gut 30 Personen schon dort stehen, mit einem Rucksack, mit einer Tasche, fest angezogen, mit Klamotten. Und teilweise sogar mit Gesichtsmasken. Keiner ist gefesselt, keiner ist angekettet, keiner ist gegen seinen Willen da. Eindeutig. Aber eben teilweise vermummt die Personen. Frage war jetzt für mich, nehmen wir alle 100 gleichzeitig auf oder gehen wir 50-50 war das doch, oder? Das sind 50-50. 50 Männer und danach 50, oder erst 50 Frauen und dann noch 50 Männer. Wir gehen erst nach Sun Chikum und danach in die andere Richtung. So war's. Ja, die Frage ist, was jetzt tut. Also jetzt gerade landet sie erst. Es stehen mehrere bewaffnete Soldaten auch unter den Personen. Mhm. Und Mr. Mandrake selber kommt gerade aus dem Gebäude, aus dem kleinen Häuschen, das Stiegenaufgang aufgeht, heraus. Und nachdem eure Klappe aufgeht, ist er der Erste, der das Raumschiff betritt. So, okay. Jetzt nach den anderen. Einen schönen guten Abend, Captain. 100 ich Personen. Würde die Hand reichen. Guten Abend, Captain. 100 Personen sind für die Abreise bereit. Werden Sie alle auf einmal mitnehmen? Das jetzt an. Wenn Sie alle reinpassen, ja. Das sollte sich ausgeben. Gut. Ihre Belohnung bekommen Sie nach Auftragserledigung. Mit den zusätzlichen 20.000, wenn alles funktioniert. Okay. Gut. Dann vielen Dank für die Zusammenarbeit erstmal. Danke für die zweite Chance. Gerne doch. Er dreht sich um, sieht, wie einem Soldaten gerade sein Gewehr aus der Hand fällt und tritt ihm zu Boden. Pass auf, was du tust, verdammt nochmal! Ich ruf die Leute rein. So, einer nach dem anderen und keiner... Ne, tritt den anderen, ne, also immer einen Schritt für Schritt und ja, die 50 Frauen sind zuerst diejenigen, die hereinkommen und dabei sind ein paar sehr hübsche Damen, unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Größen, Farbe, Haarfarbe, Hautfarbe, alles mögliche, für jeden Geschmack ist was dabei, sagen wir es mal so. Ja, da ist bestimmt was für den Manto dabei. Ja, aber solche Köpfe will ich ja nicht essen. Das ist ja immer die Gefahr.
Bestimmt auch was von deiner Rasse dabei. Nein. Von Nein? seiner Rasse selber ist nichts dabei. Dann relativ selten. Ja. Also global gesehen ist falsch. Interdimensional gesehen. Gut. Das dauert jetzt gut eine Viertelstunde, bis die 50 Frauen reinkommen. Mhm. Was macht, also ihr alle drei beobachtet die Herrschaft und sagt ihnen, wo sie im Lager sind. Unter anderem währenddessen wird aber auch der Luftraum kontrolliert, dass man sieht, ob da irgendwer irgendwas sieht. Goldie soll nochmal checken, ob Patrouillen nochmal kurzfristig angezeigt wurden, weil das letzte Mal, als sie gefragt haben für den heutigen Tag, hat sie gemeint, das sieht okay, gut aus, dass keine Kontrollen da sind. Du hast selber Hacken. Mhm. Magst du das nicht mal machen? Kann das machen, aber mein Hacken ist wahrscheinlich nicht so gut wie ihrs. Das ist richtig, aber es ist nicht der Spielercharakter. Ja, dann mache ich das. Gut. Außerdem kannst du das irgendwann einmal dann stellen. So ist es, so wird es nämlich besser. Ja, kann ich? Ja, ja, bin da. Einfach normal. Habe ich irgendwelche? Okay, normal. Kannst du mal. Nachdem sie dir einige Sachen gezeigt hat, wo sie die Sachen sucht und du die aufrufen kannst. Hey, elf. Geschafft und 22. 22 ist Intuition mit Talentwert geschafft. Manto, wie sieht's jetzt, wie sieht's aus? Was hat Goldie gesagt? Hm? Was hat Goldie gesagt? Wie sieht's aus? Können wir? Er hat selber gehackt. Weiß und sieht nicht. Gut aus? Ja, es sieht gut aus. Du kriegst mit, es sind ein paar Einheiten abgezogen worden von hier, eben unter anderem auch, um nach Himrock zu gehen, weil dort scheinbar irgendwas Schlimmeres passiert ist. Ja, dadurch, dass... Also sieht gut aus, dadurch, dass hier in Himrock da... Wir halten uns dann im Plan, wir fliegen in Orbit und von dort an... Von Zielort zu Zielort. Ich dachte, wir fliegen interkontinental, um schneller zu sein. Hier oben? Ja, genau. Aus dem Orbit, meine ich. Ja. Nach den ersten 15 Minuten sind die 50 Frauen drinnen. Nehmt jetzt die Herren auch gleich mit? Nee, ja, ich dachte, wir nehmen die einzeln, weil wir sowieso an Palm Jade vorbeikommen müssen, um auf die Rückseite... Ihr habt jetzt 50 Frauen an Bord. Mhm. Die Frauen können runter zu hinkommen. Nee, ich dachte, wir müssen einmal nach Sun Shikum und einmal nach auf die andere Seite, da nach Mittelwald. Nein, Sun Shikum müssen die Herren, Mun Hinpak sind die Frauen. Eine kleine. Ja, aber wir müssen nicht nach Himrock. Nein, in Himrock waren die Herrschaften, die abgezogen worden sind für dorthin. Für dorthin, ja, deswegen gehen wir nach... Die Frauen müssen nach wo? Die Frauen müssen nach Munhimpak. Ach so, ja, dann fliegen wir Munhimpak, Palm Jay, Sum Chikum und... Ja, dann wäre es fertig. Dann gucken wir nach. Weil ich würde halb machen. Ihr nehmt jetzt die... Männer nicht mit. Okay. Captain, auch deine Entscheidung so? Wir bräuchten einmal weniger landen, einmal uns weniger in Gefahr bringen. Ja, aber wenn wir alle gleichzeitig haben, genau. Größere Panik. Wenn Panik ausbricht. Wenn Panik ausbricht, größere Panik, wenn irgendwas passiert, haben wir immer noch die Möglichkeit, also verlieren wir nicht so viele, theoretisch. Von seinen Leuten. Und wir können. Haben eine kleinere Last. Haben weniger. Das Schiff nicht leichter zu steuern, wenn wenig Leute drauf sind. Genau. Das, außerdem. Das ist im Weltall. Egal, aber beim Landen vielleicht, ja. Ja, dann machen wir es so. Gut. Männer, wie immer müsst ihr warten. Die Frauen kommen zuerst. Ah. Ja, wir sind ja, keine Ahnung, halbe Stunde, beziehungsweise eine Stunde oder dreiviertel Stunde sind wir wieder da. Raus und so. Ja? Gut. Die Männer sind ja nicht reingegangen, oder?
Nein, aber die Frauen müssen dann dort wieder raus. Ja, stellen wir es schief hoch kann und Schmerzen ja. raus hätte. Wir laden die einfach alle gleichzeitig ab. Einmal von hinten schieben, wir fliegen drüber und die fallen dann einfach alle so. Haben ja Rucksäcke, sind bestimmt Fallschirme. Nehmen wir jetzt mal an. Ein Fallschirm reicht nicht. Unser 3D-Drucker kann das multiplizieren. Okay, dann würde ich jetzt Take-Off sagen, wenn die Männer vom Schiff etwas weiter weggegangen sind. Gut, die Herrschaften sind an Bord. Ah, ne, die Frau, die Weibschaften. Die Damen sind an Bord. Ihr geht ebenfalls wieder an Bord und nehmt eure Plätze ein. Captain, mein Captain. Liebe Frauen, der nächste Flug wird Ihnen präsentiert von Falke Airlines. So. Es herrscht ein reges Gackere die ganze Zeit an Bord. Ja, ich möchte gerne meine beiden Sicheln plus Betsy anlegen. Anlegen heißt, du weißt schon, dass es ein Futter ist. Verschmelzen. Ja. Ja, okay. Er macht sich kampfbereit. Er macht sich kampfbereit. Dafür ist er da. Ich 28 ist geschafft und 22 ist auch geschafft. Sehr schön. Halt mit THW, aber das ist erst ab 25, gell, dass es ohne THW geschafft werden muss. Ja. Ja. Dann zweite Waffe 8 und 18 ist geschafft. Und Betsy 17 und 22 ist geschafft. Was gezeichnet? Gut. Machst du das im Geheimen oder vor den 50 Frauen? Vor den 50 Frauen und dann rufe ich den Frauen zu. Du bist die Nächste! Wenn ich noch ein Geräusch von euch höre. Nehme Betsy in die Luft und mach sie an. Das war die schlechteste Mutter-Singeräusch, das ich je gehört habe. Ja, die Frauen sind zunächst... Waren freiwillig hier reingegangen. Sie waren freiwillig hier reingegangen. Ziemlich erschrocken und haben Angst. Gratuliere. So, wir starten jetzt in wenigen Sekunden... halten Sie sich irgendwo fest, es könnte etwas holprig werden. So, Falke, ich möchte jetzt von dir wissen, ob du eine bestimmte Route dir ausrechnen möchtest, um irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen aus dem Weg zu gehen. Hatten wir das nicht alles schon am Anfang gemacht? Ihr habt euch ausgerechnet und informiert, wo ihr in welchem Raum landen könnt. Das ist richtig. Also wenn man jetzt gerade einfach hochfliegt in den Weltraum und dann außen, dann wieder gerade runter landet, gibt es da Schwierigkeiten? Grundsätzlich nicht, da hast du recht. Nur ich möchte von dir wissen, ob du jetzt noch weißt, wo du beim Moon Himpak die Ecken und Orte hast, wo du vielleicht noch weniger, also wo du sicher nicht gesehen werden möchtest. Ich muss erstmal gucken, wo es ist. 2 Monate her. Oder ja, 3. Vor allen Dingen die Personen sind nicht da, die das Ganze herausgefunden haben, oder? Ja, dann lass mich mal würfeln auf was. Zum Beispiel? Klugheit? Ja, Wissen halt, ne? Was, ja. Wenn wir mir irgendwas. Dann würfel bitte mal auf Klugheit. 18. Ja, habe ich 25. Sehr gut. Aufgrund deines Flugheitswerts erleichtere ich dir das Flugmanöver um 4 Punkte. Das Flugmanöver ist dann einfach wieder fliegen mit... Dein Flugmanöver, das du deinen Orange-Wim hast.
Also bei dir heißt das eben spezielle Flugmaschine Raumschiff. Also KBSS. Genau. KBSS. Ich möchte die ganze Zeit mit meinem großen Zauberstab herumstehen. Oder durch die Gegend gehen halt. 23. Mhm. Ich. Eine von den Frauen fragt dich, wird uns das Ding da drüben essen? Nein, keine Sorge, wird es nicht. Ich hab 25 Punkte zum Ausbauen. Falsch, was hast du gesagt? Du kannst es ausbauen? Ja. Okay. Und SS? 19 sollte sich ausgehen. 15 hattest du mit 1 drauf. 10. Ja, kann ich ausbauen mit dem Rest, ja klar. Passt. Du startest und es geht senkrecht hoch und die Frauen fliegen alle um. Tja, ich hab halt eine umwerfende Persönlichkeit. Du startest ja nicht so, sondern du startest ja so. Hoffe ich mal. Senkrecht heißt doch geradeaus nach oben, oder? Einfach so. Raketenmäßig. Okay. Ihr fliegt jetzt nach künstliche Schwerkraft. Ein Moment zurücklehnen, Autopilot. Frage macht es einfach. So. Ihr verlasst den Orbit, ihr seid im Weltraum und im Lager beginnen ein paar Frauen. Warum verlassen wir Planeten? Die fliegen woanders mit uns hin. Nein, ich meine, wir stehen da unten, oder? Ja, du stehst da unten. Keine Sorge, wir sind nur schneller. Und wir fallen weniger auf, wenn wir nicht quer über den Planeten fliegen, sondern runter, also aus dem Orbit raus. Aber es hat nie davon geheißen, dass wir den Planeten verlassen. Wir verlassen den Planeten ja gar nicht wirklich. Wir sehen ihn ja die ganze Zeit im Grunde genommen. Ja, ist ja wurscht, die müssen ja nicht wissen. Wir sind nur ein paar Kilometer höher als normal. Wieso sehen die das überhaupt im Frachtraum? Kein Fenster im Frachtraum. Nein, kein Fenster im Frachtraum. Die haben das gespürt. Sie haben das im Urin. Frauen und die haben die künstliche Anziehungskraft gespürt. Weibliche Intuition. Was, bei 50 Frauen kann man doch mit weiblicher Intuition kommen, oder? Nein. Nein. Weibliche Intuition. Weibliche Menstruation. Bei 50 Frauen. Oh je. Der prügelt sich gerade mit einer. Gut. Während der circa viertelstündigen Flugdauer passiert nichts Auffälliges. Dann würde ich jetzt gerne landen. Gut. Dann möchte ich, dass ihr alle drei auf Sinnschärfe würfelt. Sinnschärfe. Neun. Muss ich noch machen? Nö, nix. 9 reicht. Jo, Sinnesschärfe ist mit 9 wahrscheinlich geschafft. Ja, ich suche gerade Sinnesschärfe in meiner Liste. Dein Sinnesschärfewert ist das dritte von unten. 15 gewesen mit 1. Ah, SS, okay. Manto geht. Ich muss gerade noch crazy was schreiben. 28. Nee. Moment, ich bin jetzt gleich bei dir. Bin schon da. Ich hab eine 28. Achso. Ich hab's gehört. Du hast es nicht gehört. 16. Was? Ist am besten hat es der Falk geschafft. Mit seiner 9. Nein. So, Falke, während du wieder auf dem Lande am Anflug bist, hast du in Sichtweite eine Stadt natürlich unter dir vom Munhin Park und du siehst auch schon den Mandrake Tower.
Und du siehst ein Raumschiff, das in Orbitalhöhe zwischen, also nicht zwischen, sondern über den Dächern der Stadt fliegt. Mhm. Das dort ziemlich, also es möchte unauffällig sein, aber von deiner Perspektive fällt es dir halt sehr gut auf. Es ist nicht gekennzeichnet als Raumschiff der Imperialen Gesellschaft. Es ist aber auch gar nicht gekennzeichnet. Du weißt nicht, was das für ein Raumschiff ist. Es sieht jetzt nicht kriegerisch unbedingt aus, hat aber zwei kleine Geschütztürme. Also doch, okay. Also es ist jetzt nicht irgendwie mit irgendwie militärisch oder so. Aber es ist ein selbst zusammengebautes Ding mit zwei Geschütztürmen, würde man sagen. Noob, beziehungsweise vielleicht kann auch jetzt jemand, der hacken kann, kann jemand herausfinden, was das ist. Ich sag das jetzt, ich habe da ein Raumschiff, es sieht Stopp, sieht halt... du bist jetzt im Cockpit, die zwei sind im Lager unten, da unten sind 50 Frauen. Machst du das über die über die Lautsprecheranlage oder wie? Irgendwie muss ich die erreichen. Ja, ich möchte wissen. Machst du so, dass jetzt theoretisch alle 50 Frauen unten hören, was du jetzt sagst zu hören? Ich bräuchte mal jemanden hier oben, der hacken kann. Ich kann's nicht, du kannst gehen. Ja, er hatte noch eine Hand frei. Der einhändige. Ich gehe hoch. Dabei lasse ich Betsy fallen. Also, mache ich Betsy los und. Trag sie erstmal. Sag sie erstmal. Okay. Du gehst rauf und kommst zum Cockpit. Lege Betsy irgendwo demonstrativ auf ein Schaltpult. Aber so, dass es nichts drückt oder so. Ja. Kannst du sehen, was das für ein Schiff ist? Also irgendwie herausfinden. So in den nächsten paar Sekunden. Du siehst keine. Nummer drauf, du siehst keinen Schriftzug drauf, du siehst, du kannst maximal die Schiffsart kann ich auch raus? Die beiden, ja, aber das bringt mir nicht. Nein. Großartig. Also könnten auch die beiden Typen sein, ne? Also die Frau und der Mann, die... Es ist schön. Hat kein Nummernschild, kann ich nicht nachgucken. Gibt's einen Scan? Kannst du es irgendwie abscannen? Haben wir einen Scanner? Nein. Frag ich Falke? Nicht, dass ich wüsste. Dann Nein. kann ich's nicht scannen. Was? Das ist nicht die Voyager, ja? Da würde es uns sehen, wenn wir vorbeifliegen. Mit also großer Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich. Aber wir werden wahrscheinlich schnell genug am Mandrake Tower sein, dass wenn wir dorthin kommen... Das ist ja nicht das Problem. Es kann uns trotzdem Probleme bereiten. Ja, kann es. Es bewegt sich, also man kann noch abwarten, bis es vorbei ist, aber es dauert vielleicht eine Stunde oder so. Das bewegt sich nicht schnell, es fliegt so, es dürfte so ein Routineflug sein. Mandrake Tower, bitte kommen. Mandrake Tower hinten, Chicago. Wir haben ein unidentifiziertes Flugobjekt in ihrer Nähe entdeckt. Oh mein Gott, ein UFO! Nein, Entschuldigung, das habe ich gesagt. Einen Moment. Gehört es zu Ihnen? Psst, Alke, gehört es zu Ihnen? Einen Moment. Mit den Koordinaten, und er schickt dir die Koordinaten, die auf das Raumschiff zutreffen. Ich überprüfe es. Sind es die Koordinaten? Ja. Ja, genau, das ist das Schiff. Gehört das? Schiff gehört zu, ist zu ihrem Schutz aktualisiert worden, also angeschaut worden. Wunderschön. Okay, ich danke Ihnen für diese Auskunft. Gute Landung. Danke sehr. Ich würde jetzt die Landung ansteuern. Okay, alles gut. Ich nehme Betsy wieder und tue sie wieder anmachen. Würfel. Ja. Meine Damen und Herren, wir landen in wenigen Sekunden. Bitte halten Sie sich nochmal fest. 28 und 13 geschafft. Sehr gut. Es könnte etwas holprig werden. Der Luftzug über Hier, wo wir sind, beträgt etwas mehr
als das, was vorher war und könnte deswegen war. Und könnte deswegen zu kleinen Komplikationen bei der Landung führen, aber nichts, was ihr Leben beeinträchtigen wird. Also, don't panic und vergessen Sie Ihr Handtuch nicht. Was für ein Handtuch? Das Handtuch? Hast du ein Handtuch? Ich habe 5 Handtücher mit, was glaubst du? Kann ich ein Handtuch von dir haben? Nein, das sind meine Handtücher. Die Hand von meiner Tasche. Solche und ewige Gespräche nicht hörst du mal. Nicht meine Damen. Aber ich habe kein Handtuch mit. So, ich würde jetzt landen, wenn ich darf. Ja, du landest und du brauchst dich verwirren. Okay. Und am Tower, also am Turm von Mandrake in Moonhim Park warten bereits 4 Soldaten, die 50 Frauen entgegennehmen würden und sie in den Turm bringen wollen. Okay. Ihr landet, das Tor geht auf. Gut, genau, das Tor öffnen. Das Tor öffnet sich und die Soldaten stehen da, salutieren für euch. Hier lang bitte die Damen. Ich zuerst. Und es wird entladen. Das dauert jetzt wieder eine Viertelstunde. Bleibst du dabei im Cockpit? Ja, für einen schnellen Start, ja. Was macht Manto? Ich stehe an der Laderampe und bedrohe Leute mit bei der Kettensäge. Nein, beobachte, dass die alle rausgehen. Am besten zähle ich noch nach und guck dann nochmal im Raumschiff, ob irgendjemand vergessen wurde. Ich schau, ob irgendwas vergessen wurde. Oder das. Ja, ihr seht ein bisschen, so ein paar leere Plastikflaschen. Ihr seht ein bisschen Verpackungsmaterial von irgendwelchen Chipstüten und sowas. Die Damen haben sich da recht gemütlich gemacht. Was sind alle raus, ja? Aber es sind alle raus. Dann sobald der letzte raus ist. Dann gehe ich zu einer von den Wachen, sage Übergabe erfolgt, erfolgreich, wir sind wieder weg. Ich werde die Bestätigung an Mr. Mandel beitragen. Guten Flug noch. Dann gehen wir wieder. Captain, wir können abheben. Okay. Gut. Jetzt möchte ich wieder einen Würfel von dir. Also eine Probe von dir. Hm? Nicht erschwert, nicht erleichtert. Einfach so. Einfach so. 24. Jo. Eins. Ja, hab's geschafft. Ja, du bist wieder beim Mandrake Tower in Panche. Würde die Leute einladen, wenn's geht. Ja, da sind die Herren und die kommen ran und da siehst du eine, wie soll ich sagen, selten gesehene Meute an Männern. Das sind so, wie soll ich sagen, ein paar türfige Typen dabei, aber auch richtige Machos und Playboys und Metrosexuelle. Die Playboys sind wirklich gut. Und ja, das sind ja die Gameboys. Ne, Blay, wie Blähungen, Blähboys. Blähboys. Ja. Nein, Blähboys sind keine dabei. Jo, und eben auch einige Machos. Ja, immer rein damit. So, du bist aber immer noch am Cockpit. Die beiden Herrschaften, die das Ein- und Ausladen überwachen, möchte ich bitte, dass sie auf Menschenkenntnis würfen. Ich wollte noch steigern. Und habe mich überreden. Mich selbst überreden, dass ich es nicht tue. Menschenkenntnis. Okay, ich darf eine 10 oder weniger würfeln. Oh, da bin ich noch besser. Bitteschön. Ja. 8. Eine 8. Ausgezeichnet. Bitteschön, Quindlin. Eine 14. Ich habe 12. Gut. Während die Person, von der ich gerade rede, an dir vorbeigeht, Gwendolyn, kriegt Manto, der weiter hinten im Lagerraum steht, mit, dass da eine Person hereinkommt
die für ihn nach Ärger riecht. Und zwar ein Mann mit einem Gesicht, als hätte man ihm gerade Frauen und Kinder weggenommen und das Auto zerstört und gekündigt. Und so ein richtig angepisstes Gesicht und schwarze Lederklamotten, so Biker-mäßig mit Spikes dran. Und am Rücken eine ein Lasergewehr, aber so eine richtig große Wumme, so Gebärdermäßig. Ich nehme auf dem Stiefel ein großes Messer. Nehme ihn. Er geht auch während gerammelt. Er wird halt angerempelt und stoßt die Leute einfach weg, die mit. Ich nehme ihn mir an die Hand. Also ich nehme Finger ihn weg. Sagt er zu zwei Meter großen. Hör schon mal zu. Ja. Junger Mann. Er geht einfach weg. Wir gehen nochmal ganz kurz. Ich halte ihm meine Kettensäge an den Kopf, an den Hals und zieh ihn nach draußen. Gut, du greifst ihm an. Da sind doch draußen Wachen. Ja, ja, sie sind schon im Lagerraum drinnen. Er ist ja mit reingelaufen. Gerade beim Reinlaufen nehme ich ihn und ziehe ihn wieder raus. Okay, da musst du erst einmal an den Strom reinkommen, die Leute wieder vorbei. Das heißt, das ist ein bisschen gerangelt und während der Zeit versucht er sich wieder freizureißen. Sekunde. Ich möchte von dir einen Körperkraftwert um 5 Punkte erschweren. Leute, was dauert das so lange? Captain, wir haben da jemanden weniger. 9. Das ist geschafft. Ich habe Körperkraft 17. Du hältst ihn. Nee, 16. Mit, du kriegst mit, dass er sich versucht hat wegzureißen. Ich ziehe ihn raus. Du ziehst ihn raus, versuchst ihn. Du schaust ja theoretisch nicht dauernd auf ihn, sondern du möchtest ihn raus an den Leuten vorbei. Ich habe halt die Kettensäge an seinem Kopf. Ja. An seinem Hals. Ja, aber. Trotzdem, du schaust nicht dauernd auf ihn, du schaust auch nach dem Weg. Ich möchte, dass du jetzt Szene Schärfe und 5 Punkte Schwert nochmal würfelst. Okay. Geschafft? Du siehst, während du mit einer Hand ihm hältst, mit der anderen die Kettensäge hinhält, dass er gerade nach seinem Messer greifen möchte, um sich freizustechen. Bei M4-Ende. Ich nehme die Kettensäge ein bisschen vom Hals weg und mache sie an. Lass es. Lass mich los. Du kommst schön mit raus. Ich will keinen Ärger hier drin haben. Dann lass mich halt los. Und jetzt mittlerweile kommt sie an der Gwendolin vorbei. Und ist jetzt draußen jetzt. Du hörst eben, wie die beiden miteinander streiten. Da sind doch bestimmt Wachen. Wache? Beobachtet die Sachen von ihnen halt noch weiter. Jetzt kommen zwei Wachen vorbei. Dem Mann. Der Typ steht auf der Liste. Ja. Und dem sind seine Waffen mitgeliefert? Die haben alles mit, was sie mitnehmen sollen. Gut, ihr habt doch bestimmt Handschellen oder so ein Scheiß. Ja. Dann gib dem Typen mal Handschellen, ich nehme deine Waffen. Dann schließen wir den. Lass deine Finger von meinen Sachen. Du, junger Mann. Siehst aus nach Ärger. Und ich bin dafür da, dass kein Ärger geschieht. Deswegen. Dann lass meine Sachen hin, oder gibt's keinen Ärger, du Froschfresse. Ich schlag ihn mit dem Ende der Kettensäge K.O. Mit dem Ende der Kettensäge? Ja, mit dem... Mit der Breitseite, also, oder was? Mit da, wo die Kettensäge das Getriebe hat und sowas. Das ist ja ein fester... Das ist das, was an dir dran ist momentan, oder? Ja, genau. Damit schlag ich ihn K.O. Also nicht so, mit der Klinge, sondern... Also, zack. Okay. Ja. Ja, normale Attacke erstmal würfeln. Also Raufen-Attacke. Eigentlich möchtest du einen K.O.-Schlag machen damit sogar. Ja, aber das kann ich nicht, weil ich keine Biologie habe. Anatomie. Dann K.O.-Schlag, also ich erschwerst du 5 Punkte einfach. Mach das simpel einfacher. Mach das, was du bei den Kämpfen aber halt immer machst. Nur etwas sanfter. Brauchst du 5 Punkte Schwert, dann ist er K.O. Wenn er nicht ausweicht oder pariert oder sonst irgendwas. Kann ich nicht auch, weil ich mit meiner molekular verschmolzenen Waffe molekular Verschmelzung machen? Schlagen? Nein, wenn du nicht das verwendest, was wofür sie da ist. Du schneidest dir nichts damit. Nein, nicht geschafft. Gut, du schlägst daneben. Jetzt lass mal kurz auf die Soldaten würfeln.
Der Soldat zückt seine Handschellen und möchte sie ihm anlegen. Auch den weicht er aus. Ich drücke ihn mit meinem Gewicht auf den Boden. Nehme sein... Und dann helfe... Gewandtheit würfeln. Eins. Okay, er liegt am Boden. Und der andere legt ihm die Handschellen an. Gut. Der zweite Soldat nimmt die Waffen ab. Und überreicht sie dir. Gut, ich tue die... Er hat bestimmt einen Beutel dabei, oder? Ja. Dann tue ich die Waffen in den Beutel. Nehm ihn mir auf die Schulter. Wenn Mr. Mandrake mitbekommt, wie ihr mich hier behandelt habt, dann habt ihr noch Probleme, das sage ich euch. Nein. Bringe ihn in den, hier in... Laderaum? Nein, nicht in Laderaum, sondern... In den... Ins Klo. Sperr ihn einfach ins Klo. Nee, nicht ins Klo. Da baut er nur Scheiße. Ja, genau. Da macht er nur Scheiß. Oh, war das aufgelegt. Also in hier in die Werkstatt. Warte, ich mach mal kurz. Da ist ihn offen. In die Werkstatt. Hm? Wo er mit verschiedenen Werkzeugen und so versuchen kann, sich von den Handschellen. Stimmt. Er hat Handschellen. Eben. Jetzt reicht er, glaube ich, schon, wenn du ihm da vorne hin. Bin doch einfach in ihm. Ja, ich tue ihn da vorne hin und leg seinen Beutel ein bisschen weiter vor. Wir haben ein Schmugglerversteck unter den. Aber zwei von denen ist mitten im Laderaum. Setz irgendeinen, der gerade nicht da ist, davor, um ihn zu bewachen. Da stehen 50 Leute auf dem Schmugglerversteck. Einen, der nicht da ist, stellst du davor? Aber der ist doch da nicht da. Nein, keine Ahnung, hier Noob oder sowas. Also so meinst du es, okay. Okay. Einer, der gerade nicht anwesend ist, aber schon da ist. Ja, okay. Der Goldie kann darauf aufpassen. Ja, oder Goldie, aber auf jeden Fall halt jemand, dessen bewacht und er sieht, seine Sachen sind in der Nähe, also keiner klaut ihm seine Sachen. Okay. Okay, du setzt dich jetzt hier hin und Ruhe ist. Sind sowieso gleich da, kannst du raus. Ich klingel mal gerade bei dir auf dem Handy. Und geh wieder zurück in den Laderaum, ja. Goldie, du passt auf. Hier, keine Ahnung. Nimm deine Waffe raus. Wenn er sich bewegt, erschieß ihn. Ist gut. Dein Handy. Mein Handy. Ja. Ja, wie sieht's aus? Ja, wir können. Okay. Da sind noch 10 Leute draußen. Wir sind noch ein paar. Ja. Egal. Wir können gleich. Ja, gib mir ein Zeichen. Ich klopf dann. Okay. Das ist das Klopfzeichen. Da. Dann, wenn der Rest reingeladen ist. Sind die Ochsen eingeladen, ja? Dann gehe ich wieder zurück zu dem Typen. Stell mich da irgendwo hin, demonstrativ vor ihn. Wenn schafft es bestimmt da hinten. Wenn sie nicht, soll sie rufen. Und. Dieses allein wird jetzt hier mit 49 Männern. Und einige schauen nicht schlecht aus von denen. Weil sie einen Spaß haben. Meine Güte. Und sie kann sich ja nur vielfältigen. Nein, keine lebendigen Wesen. Ja, stimmt auch wieder. Und dann werde ich mich jetzt aber ausklinken wahrscheinlich. Aber jetzt ist schon 20 Minuten, nachdem ich eigentlich gesagt habe. Deswegen, ich weiß nicht. Das ist halt blöd. Ja, ich hab wurscht, dann kommen wir halt das nächste, bringen wir es halt das nächste Mal weg, ist egal. Ja. Gut. Dann machen wir einen Cut. Tum 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 tum. So. Dann Gwendolyn und Falke bekommen 70 Punkte. Ja. Mann, du bekommst 60 Punkte. Ja. Wollte ich gerade fragen, wen gibt es jetzt noch Punkte? Ich habe Goldie noch Punkte gegeben. Ha! Evan steigert die mal. Ja, das wüsstest du gerne. Du weißt ja nicht, bei welchem Level die getroffen hat. 300. Mindestens. Wahrscheinlich. Ich sag's mal so.
ein goldenes Haar ab 50 Talent wert. Nee. Das Zauberwort ist Banane. Sehr. Dann sag ich tschüss. Papa, bist du mit noch irgendein Feedback oder was? Es war lustig, hat Spaß gemacht. Aber wir sind immer noch hier. Ihr habt kurzzeitig den Planeten verlassen, seid im Orbit gewesen. Ja, das ja, ist ein Schritt. Wir haben erreicht, das, was wir den letzten vier Mal erreicht haben. Ja. Ansonsten fällt mir gerade nichts. Es hat wirklich Spaß gemacht. Heute wirklich mal wieder. Ich habe mir allerdings Sounds jetzt so ein bisschen für die Atmosphäre noch so auf die Ohr gepackt. Mach das. Tschüss. Dankeschön, bis bald. Dass ich mitspielen durfte. Ja, bis nächste Woche, oder? Ja, nächste Woche. Ja. Tschüssi und tschüss an deinen Dame da im Hintergrund. Tschüss. Katsch! Aber jetzt muss ich schauen, ob man euch noch sieht. Ich mag das, wenn ich die Türen höre und das Abfluggeräusch und so. Das mag das. Und auch hier im Raumschiff gerade. Ich habe ein Raumschiff um mich herum Sound. Ich mag das. Ist ja auch nichts Schlechtes daran. Es ist mir nur zu viel Aufwand. So, soll ich euch noch da in die Cams, in die Kameras einbauen, richtig rum, oder sollen wir auch den Stream ausmachen? Also ich werde dann jetzt gleich rüber wechseln. Ich habe noch eine Verabredung. Hast du streamst nachher noch, oder wie? Auch das, ja. Aber meine Nachbarin, die halt heute zu Besuch. Vielleicht zukünftige Nachbarin. Wollte ich mal kurz vorgehen. Ah, okay. Gut, du bist jetzt gerade BA im Rahmen. BA-Rahmen, okay. Ich mache einfach den Namen aus. Fühlt sich langhaarig an. Glaube ich dir. Gut, dann sage ich erstmal, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Silvia, du bist zu spät. Ganz eindeutig. Ich hoffe, der gute Crazy hat noch gelesen, was ich ihm geschrieben habe. Der möchte mich das, was wir vorher ausgemacht haben, mit morgen machen. Er ist auch nicht mehr im Teamspeak rum. Ich hoffe, ich vergesse das morgen nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kriege ich von euch auch noch ein Feedback oder was? Also du hast wie gesagt, es hat Spaß gemacht. So, aber ich habe es heute nicht zum Tag empfunden. Das hatte dann schon mal was gebracht. Ja. Du hast es nicht für was empfunden? Ich hab's mir gedacht, aber wir für mein Gott kann. Es war für sie nicht so langatmig. Langatmig ist gut, ja. Okay. Oder C im Grunde genommen. Ja. Ich hab Zach verstanden. Zeitweise zieht sich das zu spielen für sie, wenn man halt unter sechs Spielern eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde lang nicht zum Reden kommt. Genau, wenn du eine Stunde hast, kannst du schon mal müde werden, wenn du eine Stunde Pause dazwischen hast. Das ist, und das ist halt mit dem heutigen nicht ganz so gewesen. Richtig. Kurzzeitig hatte ich mich dazu entschlossen, als ich gesagt habe, ich bleibe am Schiff. Ja. Spätschichten der Notaufnahme. Ja, sehr gut. Schön, dass du noch kurz vorbeigeschaut hast. Kannst du den Stream in den Video anschauen, falls du Lust hast. Den Stream? Was? Ja, das Video vom Stream halt. Achso. Das dann morgen wahrscheinlich auf YouTube steht, aber jetzt dann auf Twitch. Gut. Aber wir sind am besten Weg von Salamandra weg. Das ist ja schon mal was. Passt, ja. Ich fand die Aktion mit dem Angriff ganz cool. Die beiden? Ja, ich fand das ganz cool. Ich war halt in Panik. Musste irgendeine Scheißlösung. Entweder legen wir uns die auf unser Schiff. Nein, wir legen uns nicht auf diesem Schiff mit denen an. Da geht viel zu viel zu Bruch. Bevor die reinkommen, einfach weg. Und dann so eine typische Aktion. Ich wusste, dass ich die heute einbauen möchte. Ich war mir nur nicht sicher, wann und wo. Und dann habt ihr euch zweimal getrennt voneinander und einzeln hättet ihr keine Chance gegen die. Ihr habt nur als Gruppe eine Chance gegen die. Und dann wart ihr alle gemeinsam am Raumschiff und es war so in dem Moment so, ja, was machen wir? Wir essen gerade. Ja, dafür ist es zu spät, dafür ist es zu früh. So,
perfekter Punkt. Jetzt Angriff. Egal, wir sind auf einem Raumschiffhafen, egal. Die haben alles niedergemäht, bis sie zu euch gekommen sind. Und das ist auch das, was du nachher in den Nachrichten gesehen hast, wo wir leider kurz abgebrochen haben. Die haben 25. Da kam nichts. Ja. Die haben 25 Leute am Hafen getötet, nur zu euch am Raumschiff zu kommen. Das heißt, selbst wenn du um Hilfe gerufen hättest am Raumhafen, es hätte sich keiner gemeldet. Okay. Das sind Psychopathen, mit denen ihr zu tun habt. Ja, und schlechte Verlierer und Psychopathen, das wird doch witzig. Ja. Wenn die uns durch das gesamte Universum hinterherkommen, dann frage ich... Keine Hobbys. ist doch so. Wie viel Geld geben die dafür aus? Werdet sehen, was sie alles tun werden für euch. Also, oder eben nicht. Je nachdem. Es gibt eine gewisse Reichweite, die ich ihnen zuschreibe. Die müssen erstmal mitkriegen, dass wir hier weg sind. Das werden die haben an sich schon mitbekommen, dass ihr plötzlich auf den anderen, in einer anderen Stadt seid. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. Ja, aber solange sie halt... Also man muss jetzt schon mitkriegen, dass man nicht mehr hier auf diesem Planeten ist. Das ist schon... Ja, es ist ungefähr so, als wenn du in Paris jemanden getroffen hast und innerhalb von 3 Tagen plötzlich in Australien die Personen dich wieder treffen und hinter dir her sind. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber die Person, die heute hier ist, treffe ich am Freitag. Ich wusste es nur nicht. Das erfahre ich erst Freitag, eigentlich. Das haben wir ganz zufällig herausgefunden, dass wir Freitag beide in Bonn bei der FedCon sind. Ah, okay. Und deswegen Dirty Little Dice kommt gerade rein. Du bist zu spät. Wir sind gerade am Gehen. Tut mir leid, Dirty. Wir haben uns auch schon verabschiedet eigentlich. Also haben schon Punkte verteilt. Nichts mehr los hier. Jo. Ja, darum mal ein kurzer Endblick aufs Trifum-Logo. Jetzt wäre nicht die EU-Spiel, das Trifum-Logo schon 1000 Mal zu sehen gewesen. Wollt ihr noch was sagen? Schön. Gut. War nochmal der Spruch so auf und davon? Nee. Auf. Nee. Keine Ahnung. Ins Universum und noch viel, viel weiter. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, so war das. Ja, so war das, genau. Ist doch super, dann kann ich mit Opa noch um die Häuser ziehen. Hust. Jo, machen wir später. Das ist die Verabredung, die ich... Verstehe. Okay. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch als Mitspieler und noch viel mehr bei den Zuschauern, weil wir waren heute fast bis zu 10 Leute zwischenzeitlich. Das ist schon sehr gut. Und lasst euch mal euch verabschieden. Okay. Schönen Abend noch. Einen wunderschönen guten Abend, schlaf gut und träum was Schönes. Und wie immer, bunt ist das Dasein und granatenstark. Volle Kanne Hoshi. Volle Kanne Hoshis. Wir sehen uns in Trifum, liebe Leute. Bis bald.